Hast du auch Probleme, realistische Blätter zu malen und vor allen Dingen realistische Blattveden zu malen? Sehen die vielleicht immer aus wie Fischgräten, irgendwie ganz steif und unecht? Oder das Blatt insgesamt wirkt ganz platt? Als ich vor fast 10 Jahren mit der botanischen Malerei angefangen habe, hatte ich ganz ähnliche Probleme. Hier kann man das schön sehen, Knoblauchsrauke, und ich habe irgendwie es nicht geschafft, mehr Details hinzubekommen. Und hier habe ich mich an der Goldnessel versucht und es sieht mehr aus wie ein Karomuster irgendwie und nicht wie natürlich wirkende Blattbeeren. Und inzwischen kann ich, egal was das für ein Blatt ist, natürlich und echt aussehende Blätter malen. Hier zum Beispiel Efeu oder auch hier die Doppelseite Silberblatt. Dieser Leitfaden hier in diesem Video hilft dir, deine Techniken ganz gezielt zu verfeinern und Stolpersteine zu vermeiden, die ich bei mir gesehen habe und bei meinen Kundinnen und Kursteilnehmerinnen immer noch sehe, sodass auch du dann schöne und realistisch wirkende Blätter, vor allen Dingen Blattvenen, malen kannst. Am Beispiel von diesem Knoblauchsraukenblatt nehme ich dich durch den Prozess des Zeichnens, des Farbenmischens und des Malens. Ich bin übrigens Gesche Sanden, ich bin Ökologin und Künstlerin und helfe dir, die Pflanzenwelt vor deiner Haustür mit Aquarell zu entdecken und zu malen. Auf geht's! Ein Foto als Vorlage kannst du dir natürlich auf meiner Webseite kostenlos herunterladen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Los geht's erstmal mit dem Zeichnen. Ich habe mir meine Motive hier einmal ausgedruckt, damit du das zwischendurch sehen kannst. Aber du kannst es dir auch wie ich einfach am Bildschirm anschauen. Und ich benutze so ein Rest heißgepresstes Aquarellpapier. Ich starte eigentlich immer, indem ich die Lage vom Stängel festlege und dann kann ich ausgehend vom Stängel den Winkel und die Länge vom Blatt definieren. Das ist immer das Erste, was ich festlege auf dem Papier, denn ausgehend davon kann ich den Rest des Blattes definieren. Das ist einer der wichtigsten Dinge, finde ich persönlich, damit das Blatt irgendwie so im Raum liegt, so auch wenn wir es 2D zeichnen, so im Raum liegt, dass es irgendwie Sinn ergibt. Als erstes zeichne ich den Stängel ein und dann die Mittelvene. Und mit Mittelvene meine ich diese Hauptvene, die von der Spitze des Blattes bis zum Stängelansatz führt vom Blatt. Also vom Blattstängelansatz diese Mittelvene von da ganz bis zur Spitze. Und wenn die feststeht, dann definiere ich diese Außenlinie, die Außengrenze von dem Blatt. Du siehst dabei, dass ich nicht die Zähne einzeichne, sondern ganz leicht aufdrücke und erstmal so die Grundform festlege, um zu schauen, ob das Blatt praktisch ohne die Zähne oder so logisch Sinn macht, mein Gehirn das verarbeiten kann, dass ich die Form richtig erfasse, dass ich schaue, wo geht das Blatt nach vorne, wo geht es nach hinten, wo ist es verkürzt, dass ich wirklich so die linke Seite und die rechte Seite vom Blatt wie so 2 Spiegelebenen einzeichne. Die Natur ist natürlich nie 100% symmetrisch, aber es hilft mir zu sagen, okay, hier ist irgendwie die linke Seite von diesem Herz, von der Herzform von dem Blatt und hier ist die rechte Seite. Und erst wenn diese Grundlinien stimmen und ich mir sicher bin, okay, das Blatt sieht logisch aus, das macht Sinn, mein Gehirn versteht, was es da sieht auf dem Papier, dann kann ich hingehen und tatsächlich die Zacken einzeichnen, die Blattzähne am Blattrand einzeichnen. Und wenn du jetzt denkst, wow, das geht hier aber schnell, ich habe hier doppelte oder vierfache Geschwindigkeit, ich blende das gleich mal ein, weil es ist. Und wenn du dir den ganzen Prozess in Echtzeit anschauen möchtest, also wirklich jeden Bleistiftstrich, jeden Pinselstrich von mir nachvollziehen möchtest, dann findest du dieses Video bei mir auf dem Blog, bei mir auf der Webseite. Link ist in der Beschreibung. In diesem Video erkläre ich dir erstmal nur die Prinzipien und dann, wenn du tiefer einsteigen möchtest und sagen möchtest, nee, ich möchte jetzt wirklich eine Stunde dir wirklich Schritt für Schritt zusehen, dann findest du das Video auf meiner Webseite, wo du dir auch die PDF-Vorlage mit den Fotos und der Zeichnung herunterladen kannst. Jetzt geht's an die Blattvenen, die neben dieser Mittelvene auf dem Blatt zu erkennen sind. Die zeichne ich ein. Und darüber, was für verschiedene Blattvenenformen es gibt für Blätter, könnte man selbst auch noch mal eine Stunde sprechen. Aber grundsätzlich beim Einzeichnen gucken, treffen die alle im Zentrum, gehen die von der Mittelvene ab, wie sind die aufgeteilt? Und einer der größten Fehler, die man macht, die ich häufig sehe, ist, dass man wirklich die Blattvenen so steif durchzeichnet, wie ich das gerade in diesem Beispiel gezeigt habe.
aber dass die in Wirklichkeit viel unruhiger sind. Man braucht immer so eine tattrige Hand, sage ich eigentlich, um eine Blattvene zu zeichnen. Also in der unteren Hälfte in meinem kleinen Beispiel da habe ich die ganz steif durchgezogen. So wollen wir die nicht. Wir wollen die so unregelmäßig. Da sind viel mehr so kleine Knicke, Kurven und Dellen drin. Das sind eigentlich nicht schöne, glatte, gerade durchgezogene Striche. Das ist bei den wenigsten Pflanzen so, dass die perfekte Blattvenen haben. Also fangen wir ganz langsam an. Wir zeichnen die so leicht auf, dass es auf dem Video kaum zu erkennen ist. Wenn ich kein Video aufnehmen würde, würde ich noch leichter aufdrücken. Dann wird man hier wirklich gar nichts erkennen. Und zeichne so die Hauptblattvenen ein. Bei so einem Blatt wie der Knoblauchsrauke mit diesen super vielen Blattvenen brauche ich wirklich nicht jede einzelne einzeichnen, sondern nur so die Hauptvenen, da wo ich die dollsten Schatten sehe, die wirklich am stärksten entweder hell oder dunkel hervorstechen, um das Blatt so ein bisschen zu strukturieren. Alles andere können wir auch mit der Farbe ergänzen am Ende. Aber so, dass wir uns nicht völlig verloren fühlen auf unserem Blatt, zeichnen wir so ganz grob und mit ganz leichtem Druck nur ein paar Blattvenen auf. Das ist, damit man die später nicht mehr sehen kann. Man kann natürlich auch sagen, das ist mein stilistisches Mittel. Ich möchte, dass man den Bleistift sieht, aber wenn ein Ziel ist, dass man möglichst wenig Bleistift sieht am Ende, ganz leicht nur aufdrücken. Und du siehst, da ist praktisch kaum eine gerade Linie durchgezogen. Die sind knittrig, knatterig, zittrig, diese Blattvenen. Wenn die Zeichnung fertig ist, dann lege ich sie erstmal beiseite, damit ich sie nicht gleich eindrecke, da Farbkleckse drauf mache, denn wir mischen jetzt erstmal die Farben. Ich mache das hier zur Demonstration auf so einem Schmierzettel. Du kannst dir die Farbnotiz direkt neben deine Zeichnung machen, aber ich finde Farbnotizen extrem hilfreich. Ich mische mir meinen Grün immer gerne selbst an, entweder durch Gelb und Blau oder also einen Blauton oder Gelb und Phthalogrün. Das ist so ein sehr unecht wirkendes Grün bei mir. Das besteht aus einem Pigment bei mir im Kasten und ich benutze das total gerne, denn daraus kann man unglaublich viele tolle Farben mischen. Ich zeige dir gleich auch direkt, welche Farben ich exakt verwende, aber ich wollte kurz was zum Grünmischen im Allgemeinen sagen. Der Vorteil daran, dein Grün selber zu mischen, ist, dass du eine viel größere Auswahl hast, wenn du nicht gebunden bist an den Grüntönen aus dem Napf. Dass du Geld sparst, ganz klar, aber auch, dass du kontrollieren kannst, dass halt deine Farbe transparent ist, dass man das schön mit lasieren kann, das ist nachher beim Malen total wichtig und auch, dass die verschiedenen Grüntöne, die du verwendest, auf einem Blatt zusammenpassen, dass wenn du eine Lichtfarbe praktisch für die hellen Bereiche und eine Schattenfarbe verwendest, dass du das aus denselben Pigmenten zusammenmischen kannst und dann wirkt alles total passend und harmonisch und es ist nicht so, dass die Grüntöne irgendwie nicht gut zueinander passen. Wenn du einen kompakten Überblick möchtest über alles, was du über das Mischen wissen musst, um botanische Aquarelle zu malen, dann empfehle ich dir einen meiner Durchstarter-Workshops, nämlich den Durchstarter-Workshop Nummer 2 zum Mischen. Hier erstmal nur so viel dazu, wie ich meine Grüntöne mische. Ich starte mit einem Gelb. Das kann wie hier das Echtgelb sein. Das ist ein bisschen wärmer, so ein bisschen wie Cadmiumgelb oder so. Oder auch ein Zitronengelb sein, also die kühlere Primärversion, aber wir starten erstmal mit einem Gelb und das kombiniere ich mit einem Blauton oder auch mit Phthalogrün. Das ist das Pigment PG7, heißt manchmal auch Brillantgrün und das eignet sich ganz wunderbar als Grundlage. Das Ergebnis ist da aber sehr quietschig. Das passiert dir auch, wenn du mit Cyan oder einem anderen klaren Blau mischst. Du hast einfach so einen quietschigen Ton. Und das Geheimnis ist ganz einfach, so ein Hauch Magenta oder einen anderen Rotton. Und du siehst hier, ich habe wirklich nur so einen Mini-Tropfen reingetan und schon ist die Farbe so ein bisschen gebrochen, so ein bisschen getrübt. Mehr zur Trübung in meinem Durchstarter-Workshop zu mischen. Aber ganz grundsätzlich wirkt die Farbe dann natürlicher. Und du kannst Magenta benutzen, du kannst aber auch einen anderen Rotton benutzen. Ich benutze hier jetzt zum Beispiel Echtrot. Also wirklich nur so ein ganz klein bisschen, so pupp, mit nicht mehr, das soll ja nicht braun werden. So dupp, tropfenweise arbeite ich mich da voran und siehe da, wir haben so einen wunderschönen, natürlichen Grünton, der so ein bisschen gebrochen ist, ein bisschen getrübt ist.
Und das funktioniert auch, wenn du Grüntöne mit Blau mischst. Also wenn du jetzt ein Gelb mit Cyan kombinieren würdest, dann könntest du da auch einen Hauch Magenta reintun. Oder wie ich jetzt hier benutzen werde in Zukunft, ein Hauch echt Rot. Das heißt manchmal auch Geranienrot oder so. Aber du siehst auch hier, all meine Mischtöne haben immer nur ein Pigment. Immer nur ein Pigment. PR122 fürs Magenta zum Beispiel oder PR242 für das Echtrot, so dass ich sehr viel Kontrolle habe, weil in meinem Grünton dann wirklich nur drei Pigmente drin sind, aber ich eine Vielzahl an Tönen mischen kann, weil du denkst jetzt vielleicht, Gesche, ja, jetzt habe ich halt so ein helles Grün, aber fürs Dunkelgrün muss ich da jetzt noch ein anderes Blau reintun oder ich muss halt einen vorgemischten dunklen Grünton nehmen, aber musste gar nicht, weil siehste, hier, wenn ich den Fatallo-Grünanteil und den Rotanteil erhöhe, kriege ich so ein wunderschönes Dunkelgrün, was ich perfekt für die Schatten benutzen kann. Und natürlich kann ich auch super viele Mischversionen zwischen diesen zwei Farben benutzen. Also, wenn ich dieses Dunkelgrün nehme und dann ein bisschen mehr Gelb hinzutue, habe ich irgendwas zwischen diesem ersten und dem dunkelsten Ton. Oder ich kann noch mehr Rot reintun, dann geht es irgendwann bald bis ins Braune hinein. Und das Konzept funktioniert auch mit anderen Grünmischungen. Du siehst hier also eine Mischung mit Cyan und wenn ich da dann mehr Magenta zutue, erhalte ich zum Beispiel auch ein Dunkelgrün. Also für Dunkelgrün braucht man auch nicht noch ein viertes Pigment oder gar einen vorgemischten Grünton aus der Tube, aus dem Napf. Wir können uns das einfach anmischen. Und immer dieser Hauch Magenta, dieser Hauch Rot für einen natürlichen Grünton, der nicht so quietschig aussieht. Weil selbst jetzt im Mai hat unser frisches Grün immer so ein bisschen Rot da drin. Zurück zu unserer Zeichnung, denn da kommt jetzt die Farbe drauf. Also, unsere erste Schicht wird sehr, sehr hell und darum müssen wir erstmal die Farbe verdünnen. Ich nehme also von der Version, die wir angemischt haben, mit einem hohen Gelbanteil. Du siehst hier, ich habe mehr oder weniger so drei Versionen. Eine sehr gelbe und eine relativ dunkle Version. Die kriegen alle Wasser, vor allen Dingen die helle Version, ordentlich viel Wasser, damit ich es schön flüssig habe. Und ich benutze einen 10er-Pinsel, damit ich im Prinzip mit ein, zwei Pinselfüllungen das ganze Blatt gemalt bekomme. Und das nochmal ein extra kleiner Pro-Tipp. Bevor wir mit der ersten Farbschicht anfangen, kannst du nochmal hingehen und den Bleistift so ein bisschen abnehmen. Wir radieren den nicht komplett weg. Du siehst, ich tupfe oder rolle hier mit meinem Knetradiergummi einfach so entlang, aber das nimmt so ein bisschen den extra überschüssigen Graphit ab und dann können wir mit der Farbe rauf. Ich habe einen Pinsel voll mit meiner sehr verdünnten hellgrünen Mischung, gehe schön hier in die Spitzen rein, in die Zähne am Blattrand und fülle einfach das ganze Blatt mit einer Farbschicht. Das wird praktisch unsere Highlight-Farbe. Die kann eigentlich gar nicht hell genug sein. Es geht nur darum, dass wir nicht auf Weiß arbeiten, sondern dann die anderen Schichten so langsam uns vorarbeiten, weil selbst die allerhellsten Highlights im Blatt sind halt nicht komplett schneeweiß oder cremeweiß wie unser Blatt Papier. Diese erste Schicht muss jetzt erstmal gut trocknen, bevor wir mit der zweiten Schicht weitermachen. Also wirklich gut trocknen lassen, hol dir einen Tee, schau entspannt aus dem Fenster, erst trocknen lassen. Diese zweite Schicht ist dafür da, dass wir die Lage der Blattveden erstmal grob definieren. Auf Englisch würde ich das nennen Mapping out the veins. Und ich finde, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Wir erstellen eine Karte grob von der Lage der Blattveden. Wir machen noch nicht das allerletzte Detail, aber wir definieren erstmal das Blatt grob so vor. Als erstes müssen wir dafür über die Farbkonsistenz, die Wassermenge sprechen. Unsere Farbe war ja in dieser ersten Schicht sehr, sehr verdünnt, sehr, sehr wässrig. Und in dieser zweiten mischen wir uns unsere Farbmischung ein bisschen intensiver an. Noch nicht so dickflüssig wie Sahne, dass die praktisch blickdicht ist und da
keine Luft mehr ist, um noch dunkler und schattiger zu werden, sondern so eine schöne, mittlere, milchige Konsistenz, würde ich das nennen. Sodass wir dunkler sind als unsere erste helle Lasur, aber auf jeden Fall noch Luft haben, unsere Farbe noch viel dicker, dunkler und intensiver zu mischen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir jetzt wirklich noch nicht alle Blattvenen einzeichnen, sondern erstmal nur die größten und die gröbsten. Und in Wirklichkeit malen wir überhaupt gar keine Blattvenen, sondern die entstehen durch Negativtechnik, indem wir sie aussparen. Das kannst du hier ganz schön sehen. Die Blattvenen entstehen, weil wir diese Zellen, so nenne ich die mal, zwischen den Blattvenen einzeichne, einmale mit unserem Grünton. Wenn du versehentlich was übermalst, was eigentlich hätte hell gelassen werden sollen, kannst du so wie hier auch vorsichtig die Farbe wieder abheben. Also mit einem sauberen Pinsel die Farbe abheben und dann Pinsel wieder sauber machen. Aber zum größten Teil sparen wir tatsächlich die Blattvenen aus, indem wir die Zellen einmalen. So, da gibt es ein paar Dinge zu beachten. Das erste ist, dass tatsächlich die Kanten von den Blattzellen dann eine durchgängige Linie von den Blattvenen bilden. Wir haben hier unsere Bleistiftlinien, an denen wir uns orientieren können und müssen wirklich darauf achten, dass die Kanten so aufeinandertreffen, dass die dann eine durchgängige Linie für die Blattvenen bilden. Das ist das Erste. Das Zweite ist, was ein häufiger Stolperstein ist, wenn du siehst, wie ich hier die Umrandung, die Form von so einer Blattzelle einzeichne mit meiner Farbe, dann muss ich wirklich zusehen, dass ich die schnell fülle. Ich kann nicht einfach diese Grundform von der Blattzelle einmalen mit einer Linie, mit einem Strich und die dann später füllen, weil dann sieht man diese Kante. Also die Farbe muss doch feucht sein. Also nicht einfach ganz viel umranden und dann mit Farbe füllen, weil das sieht man auf jeden Fall, sondern die Umrandung sofort mit Farbe füllen. So. Das sind schon zwei wichtige Dinge. Die Blattvenen müssen so durchgängig sein. Und das Zweite ist, dass man nicht einfach so umranden kann, weil das sieht man später. Dann kannst du jetzt noch was beobachten, was ich mache, nämlich, dass ich innerhalb des Blattes die Grüntöne variiere und hell und dunkel variiere, dass ich also schon auf Licht und Dunkel achte. Ich schaue mir mein Blatt an. Ich habe auch im PDF extra eine Schwarz-Weiß-Version von dem Blatt reingetan, weil das eine super Hilfe ist, gerade bei, für Anfängerinnen, das zu sehen. Und im Zentrum des Blattes, am Blattstielansatz, entlang der Mittelvene, ist es am dunkelsten, ist ein Schatten. Das heißt, dort verwende ich dunklere Grüntöne als an den Außenkanten, wo mehr Licht ist. Das heißt, ich variiere jetzt schon die Grüntöne, die Tonalwerte und sorge für so ein bisschen Licht- und Schattenunterschied innerhalb vom Blatt. Also entlang von dieser Mittelvene und hin zum Blattstiel, zum Ansatz hin, hellere Farben zur Außenkante hin, beim Mittelvene- und Blattstielansatz dunklere Farben und nach Außenkante hin, wo es heller ist, hellere Farben. Also ein bisschen mehr verdünnt und ein bisschen mehr die gelbgrüne Version statt die blaugrüne Version. Das ist das eine. Das ist praktisch da, was ich fürs ganze Blatt auf der Makroebene vom Blatt mache, dass ich gucke, okay, hier kann man es schön von weiter weg sehen. An der Mittelvene ist es dunkler, zur Außenkante hin ist es heller. Innerhalb von diesen Blattzellen achte ich da aber auch drauf. Wir werden in der dritten Schicht noch viel mehr drauf eingehen, aber wenn du dir die Blattzellen anschaust, sind die praktisch wie so kleine Hügel, die von oben links angeleuchtet werden. Das heißt, zwischen jeder Blattvene ist so ein kleiner Hügel mit einer Schattenkante und einer Lichtkante. Und meistens ist, weil mein Licht von oben links kommt, rechts unten eine Schattenseite. Das heißt, bei diesen einzelnen Blattzellen achte ich dort, wo es besonders stark zu sehen ist, darauf, dass ich schon die dunklere Farbe rechts außen einsetze. Also ich male die nicht kompakt in einer Farbe aus, sondern gebe der rechten Außenkante immer so eine Schattenseite. Oder wenn es halt ein großes Highlight hat, hebe ich Farbe ab und gebe dem links oben dafür einen Lichtpunkt.
Das machen wir mit dem gesamten Blatt, diese zweite Schicht. Und dann darf auch das erstmal wieder trocknen, bevor wir mit der dritten Schicht weitermachen. Und denk dran, wenn dein Blatt jetzt irgendwie komisch und unfertig aussieht, dann liegt das daran, dass es unfertig ist. Keine Sorge. Auch hier so Trocknungsflecken oder andere Flecken oder so oder Farbe, die ein bisschen zu viel oder ein bisschen zu wenig verlaufen ist, macht an dieser Stelle noch gar nichts. Das können wir gleich in der dritten Schicht nochmal schön überarbeiten. Also, zweite Schicht. Wir mappen die Blattvenen. Wir machen eine Karte von den Blattvenen. Wir bringen schon so ein bisschen Schatten mit ins Spiel. Aber dann darf das Ganze erstmal wieder trocknen. Wenn diese zweite Schicht wirklich gut getrocknet ist, ist es eine perfekte Gelegenheit, den überstehenden Bleistift so am Außenrand wegzuradieren. Aber wie gesagt, es muss gut getrocknet sein vorher. Und dann mischen wir uns wieder unsere Farben an, wenn nötig, und machen die noch ein bisschen intensiver. Also noch ein bisschen weniger Wasser und mehr Pigment in der Mischung, damit wir jetzt schön die Schatten verstärken können in dieser dritten Schicht. Und wirklich mehr Details einarbeiten in unser Bild. In dieser dritten Schicht wiederholen wir jetzt den Prozess der zweiten Schicht, nur sind viel kleinräumiger unterwegs und auch ein bisschen dunkler. Also wir gucken viel kleinräumiger, wo sind Schatten, wo sind Lichtbereiche. Die Schattenbereiche versorgen wir mit noch einer Schicht Farbe und die Lichtbereiche sparen wir aus. Und das Weitere, worauf wir achten, sind wirklich harte Kanten, graduelle Übergänge. Zu den Blattvenen hin haben wir immer eine harte Kante, aber innerhalb von dieser Blattzelle, von diesen kleinen Hügeln, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, gibt es graduelle Übergänge zum Licht hin. Das heißt, da verstreichen wir die Farbe häufiger zum Licht hin. Und was du hier auch sehen kannst, ist, dass ich so größere Blattzellen jetzt noch in kleinere aufteile. Also alles, was vorhin in der zweiten Schicht schon Bestand hatte, wird jetzt nochmal verfeinert. Ich teile meine größeren Blattzellen in kleinere auf. Es entstehen also da jetzt so Blattvenen von einer weiteren Ordnung, die ein bisschen dunkler sind als unsere ersten, wo praktisch die erste Schicht noch durchguckt. Und ich gucke immer in allen von diesen kleinen Blattzellen, wo es Licht, wo es Schatten, setze auf der rechten Seite, rechts unten, wo Schatten ist, tendenziell mehr Farbe hin, dunklere Farbe hin und lasse beim Licht entweder etwas frei stehen, wo ich hin verstreiche oder hebe Farbe ab. Wenn du dich jetzt fragst, hä, wie geht denn das technisch mäßig, wie genau kann ich Farbe abheben, wie genau kann ich Farbe verstreichen zum Licht hin und dir das überhaupt nichts sagt, dann kannst du in meinem Durchstarter-Workshop Nr. 1 zur Aquarelltechnik wirklich das für 19 Euro in 90 Minuten lernen. Das ist praktisch mein Durchstarter-Grundlagen-Workshop, wo du alle Grundlagentechniken lernst, die du jemals brauchen wirst, um botanische Aquarelle mit mir zu malen. Aber grundsätzlich sei jetzt gesagt, wir können die Highlights von diesen kleinen Hügeln in den Blattzellen entweder aussparen und dann den Übergang so ein bisschen graduell verstreichen oder wir können ihn abheben, damit da wieder Licht ins Spiel kommt. Und was natürlich auch immer noch gilt, ist, dass ich darauf achte, dass die Kanten von diesen Blattzellen schön diese Vene tatsächlich bilden, also eine schöne, gerade, durchgehende Kante bilden zu den Blattvenen hin, die wir freistehen lassen. Und dass wir dort, wo wir Schattenbereiche haben im Blatt, ein dunkleres Grün verwenden und zu den Lichtbereichen hin ein helleres Grün verwenden. Also das, was wir vorhin in der zweiten Schicht auch schon gemacht haben. Nur jetzt kleinräumiger. Und wir malen hier wirklich lauter kleine Hügelchen zwischen Blattvenen. Das ist eigentlich das, was gerade so ein Knoblauchskrautenblatt mit unglaublich vielen Blattvenen ausmacht. Darum habe ich mir das ja auch ausgesucht. Nicht nur, weil es im Mai gerade im Überdruss wächst bei mir im Garten, sondern auch, weil es so viele Blattvenen hat, dass wir hier so viel Gelegenheit haben, um das Ganze in Ruhe zu üben. Und nicht verzweifeln, wenn du das jetzt ausprobierst mit mir zusammen und so langsam verzweifelst. Keine Sorge, du musst, wenn du es erstmal ein paar Mal gemacht hast, da nicht mehr so viel drüber nachdenken.
Ich male praktisch diese Blattvenen, Blattzellen schon ganz automatisch. Ich setze die Schatten schon ganz automatisch und muss nicht mehr bei jeder kleinen Blattzelle, bei jeder feinsten Blattvene da so drüber nachdenken. Ich muss zwischendurch vielleicht mal meine Hand ausschütteln, wie ich es gerade mache, und daran denken, dass ich meinen Tee trinke, weil es ist natürlich ein langwieriger Prozess. Aber grundsätzlich ist es so, dass mein Gehirn da wirklich mir so auf Durchzug stellt und es super toll und entspannt ist. Also selbst wenn ich eine halbe Stunde brauche, um so ein Blatt, die dritte Schicht vom Blatt zu malen, macht überhaupt nichts, denn das ist besser als jede Meditationstechnik, die ich jemals ausprobiert habe. Also irgendwann brauchst du nicht mehr mich, die dir sagt, was du tun musst, und du musst auch nicht ständig bewusst darüber nachdenken, okay, von oben links kommt das Licht, von unten rechts ist Schatten, da setze ich jetzt also dunkle Farbe hin, okay, aber das ist jetzt eine harte Kante, da muss ich jetzt verstreichen, ich wasche also meinen Pinsel aus und trockne den ein bisschen ab und verstreiche diese dunkle Linie so ein bisschen, damit der Übergang weich ist, so soft und nicht so hart. Das sind alles Dinge, die einem als AnfängerInnen so im Kopf rumspuken, aber später geht das so in Fleisch und Blut über, dass es so automatisiert, dass das wirklich die beste Meditationstechnik ist, die ich jemals in meinem Leben erleben durfte. Also, Übung macht die Meisterin. Immer tief durchatmen, frischen Tee aufbrühen, das wird schon. Jetzt, wo schon ein bisschen mehr vom Blatt eine dritte Schicht bekommen hat, kannst du auch schön erkennen, dass ich natürlich einerseits Blattzelle für Blattzelle, also Hügel für Hügel, male und dem jeweils eine Schattenseite und eine Lichtseite gebe. Aber dass ich gleichzeitig die Licht- und Schattenverteilung im gesamten Blatt nicht aus den Augen verliere. Du kannst sehen, entlang von dieser Mittelvene, wo es wirklich am dunkelsten ist und so ein Blatt Stiel zum Blattansatz hin ist es am dunkelsten, da verwende ich dunkle Farbe, und zum Rand hin ist es heller, da verwende ich hellere Farbe, und da sind die Kontraste nicht ganz so stark. Also einerseits malen wir hier Hügel für Hügel zwischen den einzelnen Blattvenen, das was ich Zellen nenne, diese Hügelchen, aber andererseits haben wir auch die Licht- und Schattenverhältnisse vom gesamten Blatt im Kopf. Und wenn du mehr im Übrigen zu tonalen Unterschieden, also zu Licht- und Schattenunterschieden wissen möchtest, dann empfehle ich dir mein Bild zu tonalen Studie. Das ist so ein pinkes Kleeblatt. Daran kannst du es am besten erkennen. Ich verlinke es auch nochmal in der Beschreibung. Da hast du nochmal 45 Minuten eine Übung dazu, wie du Licht und Schatten erkennst und das malst. Also nicht verzagen. Das lässt sich üben. Denn tonale Unterschiede, also Licht- und Schattenunterschiede, ist das Wichtigste eigentlich, damit das Ganze realistisch wirkt. Noch viel wichtiger als der passende Grünton zum Beispiel oder die ausgefeilteste Technik. Wenn du die Licht- und Schattenwerte ganz gut erkennst und versuchst, grob wiederzugeben, ist es eigentlich egal, ob du die Feinheiten von der Aquarelltechnik her hinbekommst, ob du deine Kanten schön verstreichst oder ob da Flecken sind oder so, das macht gar nicht so viel, wenn Licht und Schatten grob stimmen, weil das unserem Gehirn irgendwie den Clou gibt, dass das dreidimensional aussieht. Jetzt sind wir wirklich fast fertig. Wir können erstmal wieder trocknen lassen, tief durchatmen, denn jetzt passen wir so ein paar Kleinigkeiten an. Wir verstärken ganz lokal die Schatten. Wir setzen vielleicht noch so ein paar Details, so ein paar Blattvenen, die wir ergänzen. Ich benutze einen kleinen Pinsel und wir werden jetzt wirklich sehr wenig Farbe verwenden. Ich gehe hier in meinen dunkleren Farbton, weil es erstmal an die Schatten geht. Aber es sind wirklich Kleinigkeiten, die du so nach Gefühl machen musst. Und mit nach Gefühl meine ich, dass du gucken musst, dort, wo Gesche jetzt bei sich auf dem Papier einen Strich setzt, macht das bei mir auch Sinn, muss ich da auch einen Schatten verstärken. Also hier zum Beispiel entlang von dieser Blattvene gucke ich, dass ich dort die Schatten von unseren kleinen Hügelchen verstärke. Die können dann natürlich wieder verstrichen werden, damit das nicht ganz so hart und harsch aussieht. Vielleicht entlang der Mittelvene möchte ich noch ein paar Schatten verstärken. Oder einfach von den einzelnen Blattzellen die Schatten von einzelnen Blattzellen noch verstärken.
Und wenn du möchtest, könntest du an dieser Stelle jetzt auch Licht abheben. Also wenn du sagst, ah, hier hätte ich ein bisschen mehr hell stehen lassen sollen, aber meine Blattzelle ist komplett dunkel geworden, dann kannst du jetzt auch mit einem kleinen Pinsel so ein paar Lichtpunkte abheben, wenn du das möchtest, wenn das nötig ist. Immer gut ist es auch, an der Außenkante vom Blatt einmal zu gucken, gibt es da einen Schatten? Und Blätter sind ja nicht komplett zweidimensional und flach, die haben ja auch eine Höhe, das heißt, sie haben auch eine Schattenkante und die hilft es auch einzumalen. Da sieht man so richtig, dass man mit so einem kleinen, feinen Millimeterstrich rechts unten an der Kante viel erreichen kann optisch. Und das darf natürlich auch erstmal wieder trocknen, was aber schnell geht, weil es ist ja so wenig Farbe. Und jetzt wird es interessant. Ich zoome mal kurz raus. So interessant ist das. Und mache die Geschwindigkeit wieder auf Echtzeit, damit du wirklich nichts verpasst. Denn wenn wir jetzt unser Blatt anschauen, dann stimmen irgendwie die Licht- und Schattenunterschiede zwischen den Blattvenen und den gemalten Blattzellen nicht mehr. Die Blattvenen sehen ein bisschen hell aus. Bei mir zumindest. Und wahrscheinlich ist das bei dir auch so, dass sie so ein bisschen unangenehm hell hervorstechen. So ein bisschen unecht hell, fast weiß uns da entgegenleuchten. Und dafür habe ich gerade eine sehr verdünnte Mischung meines Hellgrüns angemischt. Wirklich sehr verdünnt. Und gehe da nochmal mit einer ganz hellen Lasur drüber. Du siehst, ich mache jede Blattvene eigentlich nur einmal. Ich gehe einmal drüber, dass sie nicht ganz so hell aussieht. Ich rubbel da nicht so drauf rum oder so, sondern ziehe mit dieser verdünnten Farbe einmal kurz schnell über die Blattvenen. Vielleicht fragst du dich jetzt, Gesche, wenn wir die jetzt ganz am Schluss wieder übermalen, warum haben wir sie denn dann überhaupt am Anfang so hell gemacht? Ganz einfach, man kann im Aquarell immer leicht dunkler werden, so wie wir das hier tun, aber es ist super schwierig, wirklich heller zu werden. Es ist also viel einfacher, im Zweifelsfall eher zu hell anzusetzen mit unserer ersten Lasur, um dann im letzten Schritt das ein bisschen anzugleichen und hier mit einer dünnen Schicht die Farbe wieder anzupassen, als umgekehrt, man hat die zu dunkel gemacht und wir kommen praktisch nicht hinterher mit den Schatten, um das rauszuarbeiten. Aber so mache ich das meistens, dass ich in meinem letzten Schritt gucke, sind die Blattvenen zu hell? Stimmt das jetzt noch insgesamt mit Licht und Schatten? Und dann kann ich sie eben schnell mit so einer hellen Lasur anpassen. Dafür ist Aquarell ja da, dass wir schöne, transparente, helle Lasuren übereinander setzen können. Und dann ist unser Blatt auch schon fertig und du kannst tief durchatmen, deine Schultern mal nach hinten rollen, deine Hände ausstrecken und dich unglaublich freuen. Und das war also mein ultimativer Leitfaden zum Blättermalen. Ich hoffe, er hat dir gefallen und du hast was gelernt. Wenn du den gesamten Malprozess, wirklich jeden Pinselstrich in Echtzeit nachvollziehen möchtest, dann kannst du dir ein Video vom gesamten Malprozess auf meiner Webseite anschauen. Auch kostenlos, Link ist in der Beschreibung drin. Wenn du selber einmal ausprobieren möchtest, findest du dort dann auch das PDF mit Fotos und der Zeichnung zum Herunterladen. Und denke mal dran, Übung macht den Meister. Ich habe auch nicht hier angefangen, sondern meine Bilder sahen vor ein paar Jahren auch noch so aus. Aber meine Hoffnung ist, dass mit meinen Anleitungen du ein bisschen eine Abkürzung nehmen kannst und nicht mehr so blind rumprobieren musst, wie ich das damals gemacht habe. Wenn du noch weitere Fragen hast, dann zögere nicht, noch einen Kommentar zu hinterlassen. Ich freue mich auch immer über Themenvorschläge für zukünftige Videos. Wenn du dein gemaltes Blatt mit mir teilen möchtest, dann nutze gerne den Hashtag gemaltes Herbarium auf Instagram. Ette mich auch gerne mit @geschesanden, dann sehe ich das auf jeden Fall, wenn du da was postest. Und wenn du dir mehr Unterstützung beim Wildblumenmalen wünschst, dann schau dir einmal meine Durchstarter-Workshops in Aquarell für Anfänger botanischer Malerei an. Zeige dir wirklich in 90 Minuten kompakt und praxisnah, welche Aquarelltechniken du brauchst, alles, was du über das Mischen wissen musst und alles, was du über das Zeichnen wissen musst, um botanische Aquarelle zu malen und auch all meine Tutorials und Kurse mit Freude nachmalen zu können. Also, alle Infos und Links in der Beschreibung und auf geschesanden.com. Bis zum nächsten Mal. Frohes Malen. Ciao.